Ja, hallo und willkommen zum heutigen Video. Heute geht es wieder um Kreisgeometrie. Wir wollen weitermachen und uns einen besonderen Satz oder eine besondere Größe anschauen, die beim Verständnis der Kreisgeometrie eine große Rolle spielt, weil man damit sehr elegant Beweise führen kann und auch Rechnungen abkürzen kann. Es geht also heute um die Kreispotenz. Wir schreiben das an, groß Pi. P von K. K ist ein Kreis, P ist ein Punkt außerhalb des Kreises. Diese Skizze veranschaulicht, um was es geht. Wir haben also diesen Punkt P und den Kreis K und lassen jetzt durch diesen Punkt P zwei Strahlen, also zwei Geraden, durchziehen, die den Kreis in zwei Punkten A und B jeweils und der andere, also in C und D, schneiden. Gut. Und jetzt geht es darum, herauszufinden, in welchem Verhältnis die Strecken PA, PB bzw. PC, BD stehen. Und da werden wir eben drauf kommen, dass dieses Verhältnis nur von der Lage des Punktes und vom Kreis selber abhängt. Gut, hier haben wir also mal die Möglichkeit, eine Sehne einzuzeichnen, um die Sache einmal zu analysieren. Und dann sehen wir mit geübtem Blick, dass wir hier zu dieser Sehne natürlich auch den Peripheriewinkel konstruieren können. Den nennen wir mal Beta hier. Und dann ist es mit etwas Schleue gleich sichtbar, dass natürlich dieser Peripheriewinkel zu dieser Sehne AC auch hier zu finden sein muss. Also wir haben auch hier Beta. Und damit haben wir natürlich schon zwei ähnliche Dreiecke, denn hier haben wir den gemeinsamen Winkel Omega des Dreiecks PCB, also Dreieck PCB, und dann haben wir den gemeinsamen Winkel Omega PAD vom Dreieck PAD, und die müssen ähnlich sein, PAD. Gut, und damit können wir schon recht schnell eine Proportion herleiten, da wir ja mal den schwarzen Stift nehmen, falls ich ihn finde, ja, hier ist er, und da haben wir jetzt natürlich, wenn wir das Dreieck PAD anschauen, natürlich PA durch PD. Das gleiche wie das andere Dreieck PC. Und da haben wir PB. Und wenn wir das jetzt bruchfrei machen, dann haben wir also PA mal PB. Schön in alphabetischer Reihenfolge, und hier haben wir PC mal PD. Und dieses Verhältnis PA mal PB ist offensichtlich gleich dem anderen Verhältnis PC, und das nennen wir jetzt eben P vom Punkt P bezogen auf den Kreis K, Pi PK. Das ist die Kreispotenz, von der wir sprechen. Und diese Größe hilft es uns dann, gewisse Situationen zu analysieren. Und da gibt es eben zwei Spezialfälle, die wir uns jetzt anschauen wollen. Ja, wenden wir uns einmal dem ersten Spezialfall zu. Nehmen wir an, wir hätten hier einen Kreis K. Und diesem Kreis K gegenüber liegt, wie üblich, ein Punkt P. Und jetzt legen wir durch diesen Punkt P eine Tangente an diesen Kreis. Circa in dieser Manier hier, dann wäre das der Punkt A. Und wir können uns das so vorstellen, dass dieser Strahl hier nach oben wandert, dann würden natürlich die beiden Punkte A und B immer näher und näher rücken und irgendwann einmal zu einem Punkt A verschmelzen. Wir werden da hier diese Strecke etwas verlängern. Gut, wir nennen jetzt diese Strecke PA gleich T, also das wäre T. Und circa hier wäre der Mittelpunkt des Kreises. Und jetzt lassen wir die zweite Gerade durch diesen Kreismittelpunkt vom Punkt aus P laufen. Dann haben wir hier natürlich den Punkt C. Und hier wäre der Punkt D. Dann haben wir natürlich, wie es beim Kreis üblich ist, hier den Radius und auch hier den Radius.
Und dann nennen wir noch diesen Abstand hier Z. Gut, und jetzt gehen wir also her, die Kreispotenz zu berechnen. Da hätten wir mal PA mal PA, weil hier ja beide Strecken gleich lang sind. Das heißt also PA mal PA ist gleich T². Das wäre also die Kreispotenz P von P und K. Das wäre die eine Sache. Und wir wissen aber, dass das unabhängig von der Lage der Gerade ist. Also muss diese Kreispotenz natürlich auch gleich sein bezüglich dieser Strecke hier. Was haben wir hier? Hier haben wir PC mal PD. Und das drücken wir jetzt durch Z und R aus. Wir haben also PC ist offensichtlich PM. Da müssen wir den Mittelpunkt noch bezeichnen. PM, das wäre also Z. Und daher müssen wir von PM R abziehen und haben dann PC. Das wäre also Z minus R. Das wäre also das PC. Und dann haben wir PD, das wäre PM plus MD, das ist aber R. Also haben wir hier Z plus R. Und das ist natürlich bekanntlich Z² minus R². Das bedeutet also, dass dieser Satz über die Konstanz der Kreispotenz in diesem Fall lautet T², also die Länge der Tangente, gleich Z² minus R². Ja, wenn wir jetzt den Mittelpunkt mit dem Berührungspunkt A verbinden, dann haben wir hier natürlich auch R. Und was hier im Wesentlichen stehen würde, wenn wir es umformen, das wäre also T² plus R² gleich Z². Das schaut verdächtig nach dem pythagoreischen Lehrsatz aus. Und wir sehen hier im Dreieck PAM die Möglichkeit, genau das abzulesen. Wir haben hier T, T² plus R, R² gibt Z, Z². Also folgt daraus, dass das ein rechter Winkel sein muss. So, wir haben also jetzt sozusagen über den pythagoreischen Lehrsatz vorausgesetzt und den Satz über die Kreispotenz gezeigt, dass der Radius auf der Tangente stets senkrecht stehen muss. Gut, das wäre sozusagen ein Nebenprodukt dieser Sache. Und jetzt können wir diese Geschichte, also den Satz über die Kreispotenz, auch auf unsere Weisheiten bezüglich des Kreises von Apollonius anwenden. Das werden wir auf der nächsten Tafel machen. Dazu werde ich aber hier den Zirkel verwenden, damit die Zeichnung etwas genauer wird. Wir wenden jetzt den Satz über die Kreispotenz auf den Kreis des Apollonius an. Wir haben also hier den Kreis des Apollonius. Was brauchen wir dazu? Einen Mittelpunkt, einen Radius und natürlich die Punkte A und B, die Strecke AB. Dann wird also die Achse durch AB vom Kreis des Apollonius im Punkt C und D geschnitten. C und D teilen dann die Strecke AB harmonisch. Dann haben wir hier die Abstände X, die sind also MB, und die Abstände MA, der wäre also Y. Und dann notieren wir das gleich einmal. Also wir haben MB ist gleich X und wir haben MA gleich Y. Dann wissen wir, dass das Produkt von X und Y, also X mal Y, muss das Quadrat des Radius sein. Dann ist sozusagen die Welt harmonisch und der Kreis ist apollonisch. Und jetzt, da habe ich schon ein bisschen ein Geheimnis verraten, das löschen wir weg. Jetzt haben wir einen zweiten Kreis, den zweiten Kreis, den nennen wir L und der hat den Mittelpunkt N. Der Abstand MN, den nennen wir Z. Also MN sei Z. Das zeichne ich jetzt noch nicht ein. Und dieser Kreis soll jetzt durch B und A gehen. Was wir jetzt beweisen wollen, ist, dass dieser Schnittwinkel hier oben und natürlich auch hier unten ein rechter Winkel sein soll. Wie gehen wir das an? Dazu schauen wir einmal die Sache aus der Perspektive des Kreises L an. Da ist natürlich M ein Punkt, der außerhalb dieses Kreises liegt und da können wir die Kreispotenz berechnen. Das wäre also die Kreispotenz P des Punktes M bezüglich des Kreises L. Was haben wir da? Da haben wir natürlich genau unsere Abstände X und Y. Das wäre also gleich. Machen wir das hier. Das wäre MB
mal MA. Das wäre die Kreispotenz. Und das wissen wir aber, ist gleich x mal y und das ist natürlich r². Das heißt also, die Kreispotenz des Punktes M bezüglich des Kreises L ist gleich r². Das ist unser Ergebnis. Jetzt können wir natürlich einen beliebigen anderen Strahl durch M laufen lassen, also zum Beispiel den Strahl, der durch den Punkt N verläuft. Diesen hier. Wunderbar. Der schneidet natürlich den Kreis L auch in zwei Punkten. Den nennen wir E und den nennen wir F. Dann haben wir hier die Strecke MN wäre Z zur Erinnerung. Und dieser Kreis soll dann den Radius Rho haben. Hier haben wir Rho NF und natürlich NE ist auch Rho. Das zeichnen wir nicht ein. Gut, was wäre da die Potenz? Da wäre die Kreispotenz M bezüglich L gleich ME mal MF. Und diese Strecke MN, die kennen wir ja schon, die haben wir als Z bezeichnet. Das wäre also für ME hätten wir da Z minus Rho. Das wäre also Z und dann würden wir Rho abzählen. Und dann haben wir MF, das ist natürlich MN plus Rho, also Z plus Rho. Was aber nichts anderes ist als Z² minus Rho². Da aber beide Potenzen natürlich gleich sein müssen nach dem Satz, bedeutet das, dass wir haben R² ist gleich Z² minus Rho² oder Z² ist gleich R² plus Rho². Was natürlich wieder verdächtig nach dem pythagoreischen Lehrsatz ausschaut. Nehmen wir an, dass hier dieser Schnittpunkt, den wir Q taufen, verbunden wird mit dem Mittelpunkt M, dann ist natürlich MQ gleich R, logischerweise. Und das Gleiche können wir natürlich auch machen, indem wir Q hier mit N verbinden und dann haben wir hier Rho. Das heißt also, diese Strecke MN, jetzt zeichnen wir es ein, machen wir so, dann ist es klar, das wäre also Z. Das bedeutet also, wir haben ein Dreieck NQM, in dem die Seiten wie beim pythagoreischen Lehrsatz zusammenhängen. Das heißt also, das muss ein rechter Winkel sein. Wir wissen aber, dass der Radius immer senkrecht zur Tangente stehen muss. Das bedeutet also, dass dieser Radius Rho hier Tangente zu K sein muss, beziehungsweise R muss Tangente zu L sein. Und damit liegen sozusagen diese Abschnitte oder diese Kurvenstücke genauso wie die Radien, also senkrecht. Damit haben wir tatsächlich hier auch einen rechten Winkel. Womit also bewiesen ist, dass sie diese Winkel oder dass diese Kreise sich rechtwinklig schneiden. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Punkt B hier unten. Das kann man sozusagen als Hausübung sich überlegen, warum das sein muss. So, das ist natürlich nicht der einzige orthogonale Kreis. Wie konstruieren wir den? Ja, wir nehmen einfach die Streckensymmetrale von AB, also die Hälfte dieses Abschnittes AB, legen da ein Lot durch. Das wäre also hier senkrecht, ein senkrechtes Lot. Und jeder Punkt auf diesem Lot, der sozusagen gleich weit entfernt von A und B ist, ist der Mittelpunkt eines Kreises, der senkrecht auf K stehen muss. Also wir hätten dann irgendwo, nehmen wir an, den nächsten Punkt, das wäre N quer, dann wäre das Rho quer dieser Verbindungslinie und dann hätten wir einen Kreis, der diesen Kreis K, also einen Kreis L quer, der hier den Kreis K ebenfalls wahrscheinlich so circa senkrecht schneiden würde. Das wäre also ein Stück dieses Kreises, wenn wir da nicht allzu mutig sein, der würde also so durchlaufen und dieser Punkt, dieser Kreis L quer wäre ebenfalls ein Orthogonalkreis durch den apollonischen Kreis. Ja, ich habe noch einmal diese Tafel aufgeräumt. Hier sehen wir einmal den ersten
Orthogonalkreis, den wir bearbeitet haben, den habe ich jetzt L0 genannt und den Mittelpunkt statt N0. Und dann habe ich noch zwei weitere mit den Mittelpunkten N1 und N2 gezeichnet. Also zu N1 haben wir den Orthogonalkreis L1 und zu N2 haben wir den Orthogonalkreis L2. Und wir sehen tatsächlich, dass diese Kreise alle den apollonischen Kreis senkrecht schneiden. Hier, 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 alles rechte Winkel, wunderbar. Ja, damit wären wir also mit diesem Thema mal fertig. Also die Kreispotenz, ihre Anwendung auf die Harmonie und den apollonischen Kreis. Und natürlich wird die Kreispotenz noch andere Anwendungen haben, zum Beispiel, wenn wir die Chordale betrachten. Aber davon später. Und wenn das heute gefallen hat, bitte liken und wer die anderen Sachen auch noch mitverfolgen will, bitte abonnieren. Ja, bis dann. Ciao.